Wir sehen hier natürlich, haben die Leute ungleiche Chancen, ne? Einfach aufgrund der Voraussetzungen, die sie eben mitbringen. Und das kann so als Bild dafür stehen, wie gehen Universitäten denn eigentlich mit Vielfalt um? Da gibt es drei Wege, die FIBAN festgestellt hat. Und Sie können gleich mal gucken, welches passt eigentlich zu dem Bild, was wir gerade gesehen haben. Es geht zum einen, kann man sagen, als Universität oder auch als Lehrende, ich ignoriere Vielfalt einfach. Ne? Ich gehe einfach davon aus, dass es den Normalstudierenden, die Normalstudierenden gibt, kommt vielleicht gerade frisch von der Schule, hat Abitur, Matura gemacht, ne? Hat vom Zeitbudget, muss nicht großartig was machen, um sich zu finanzieren, ne? Gute Unterstützung aus dem Elternhaus, normale Lernmotivation, normale Lernkompetenzen. Und an dem wird alles ausgerichtet, ne? In der Hochschulpraxis, durch das Hochschulmanagement, durch die Lehrenden. Da richte ich meine Konzepte aus. Das wäre die erste Stufe, also Ignorieren von Vielfalt. Die zweite Stufe, die wir auch sehr oft im universitären Kontext schon beobachten können, ist das Integrieren. Ne? Wir schauen auf das Thema Vielfalt unter der Perspektive, dass ich einzelne kritische Lernendengruppen irgendwo fördern muss, zum Beispiel durch Lehr-Lern-Angebote, gezielte Förderung von Studierenden mit Lern- und Arbeitsschwierigkeiten, Mentoring-Programme zum Beispiel für internationale Studierende oder Studierende aus nicht-akademischen Elternhäusern. Das wäre die Integration. Und die letzte Stufe, Inklusion, in der man eben sagt, dass Vielfalt Potenzial ist für Studium und Lehre, die Vielfalt der Studierenden und übrigens auch der Lehrenden, das fehlt hier, führt zu einer lebendigen Ausbildung für die Lehrenden, für die Studierenden. Und Studierende lernen mit der Vielfalt in den Arbeitskontexten konstruktiv umzugehen, innovative Arbeitsergebnisse zu erzielen. Ne? Jetzt, wenn wir nochmal zurückdenken an das Bild davor, dann glaube ich, ist es ganz klar, wo wir uns da befinden. Ne? Also ignorieren einfach, das Ignorieren der Vielfalt wäre das, wenn wir so arbeiten würden. Und man kann sich ja einfach mal für sich selber überlegen, ne, was will ich machen, wie möchte ich gern mit Vielfalt umgehen und an welchen Stufen oder auf welcher Stufe, glaube ich, bin ich, ist mein Fachbereich, ist die Universität. Ne? Jetzt würde ich mal sagen oder würde ich mir vielleicht ein bisschen unterstellen, dass die meisten von uns hier im Raum sagen, ach, inkludieren wäre eigentlich gut, ne? Würden wir gerne machen. Und dann stellt sich die Frage, ja, wie kann ich das überhaupt machen? Und dafür finde ich es ganz, ganz hilfreich, sich einfach nochmal so zu überlegen, wie kann ich denn Vielfalt eigentlich verstehen? Wie kann ich die Begriffe vielleicht für mich greifbarer und damit auch nutzbarer machen? Ich würde gerne starten mit dem Begriff der Diversität und da mal genauer reinschauen. Also Diversität oder auch eben im englischsprachigen Diversity beschreibt das Bewusstsein für die vielfältigen Unterschiede und Gemeinsamkeiten. Ne, das wird ja sehr oft vergessen. Sehr oft guckt man einfach nur auf die Unterschiede, was ist anders. Und den Umgang mit Personen, die nicht in das normative Leitbild der dominanten Kulturen passen. Und das finde ich schon einen ganz spannenden Aspekt, sich mal zu überlegen, was ist denn eigentlich das dominante Leitbild, das an der Universität, an der Hochschule, in meinem Fachbereich und so weiter, was ist denn das normative Leitbild, ne, was da vorherrscht? Wie sollten die Studierenden idealerweise sein, dass sie uns vielleicht möglichst wenig Arbeit und so weiter machen? Und wie gehen wir aber gerade mit Menschen eben um, die eben nicht in dieses Bild reinpassen? Ne? Und die große Herausforderung ist da natürlich immer zu gucken, wo gehöre denn eigentlich ich hin? Ne? Was ist mein Leitbild? Und dann muss ich natürlich auch in Kontakt mit den Leuten treten, die vielleicht nicht reinpassen, um da zu lernen, weil bestimmte Sachen habe ich als Lehrende vielleicht einfach nicht auf dem Schirm. Gut, noch eine zweite oder eine wichtige, die Grundannahme, die positive Bewertung menschlicher Vielfalt, erreicht eben durch diesen Perspektivwechsel, wir schauen auf Potenziale und Kompetenzen eines jeden Menschen. Das sind jetzt erstmal so Grundannahmen, wie können wir es jetzt aber noch so ein bisschen genauer fassen, das Thema Diversität. Da habe ich gesehen, gibt es ja auch auf der Homepage der Uni Wien das sogenannte Diversitätsrat. Einige von Ihnen werden es sicherlich kennen, ne, wo man sagt, hier in der Mitte drin, haben wir die Persönlichkeit, innere Dimensionen, äußere, organisationale Dimensionen und bei den inneren Dimensionen, die versteht man als Kerndimensionen, wo wir eben sagen, das sind die schwer bis nicht veränderbar sind. Ne?
Da würde hineingreifen natürlich das Alter, geistige, körperliche Fähigkeiten, zum Beispiel chronische Erkrankungen, das Geschlecht, die sexuelle Orientierung, Orientierungen, Nationalität, zum Beispiel internationale Studierende, Herkunft, Migrationshintergrund und Erfahrung, der Bildungshintergrund, die Hautfarbe und manche, ne, also diese Diversitätsräder, die sind auch nicht ganz einheitlich, manche packen als Kerndimension auch noch Religion und Weltanschauung mit rein. Kann man diskutieren, gibt es Argumente für beide Seiten. Ganz wichtig ist eben, diese Sachen sind erstmal nicht veränderbar, beziehungsweise relativ schlecht veränderbar. Manche dieser Sachen sind sichtbar für mich als Lehrende. Ne? Also wenn ich auf meine Teilnehmendenliste schaue, dann ist zum Beispiel für mich schon mal relativ klar, wie viele internationale Studierende ich drin habe, aber wie viele Studierende mit chronischer Erkrankung, keine Ahnung. Ne? Das heißt, da bin ich natürlich darauf angewiesen, dass die Studierenden irgendwo mit mir in Kontakt treten, wenn das für sie irgendwie ein Thema ist, ne? Weil manche Sachen einfach für mich nicht klar sind. Und natürlich auch ganz klar, man zählt diese Kerndimensionen jetzt so auf, als wären das einzelne Punkte, aber natürlich greifen die ineinander über. Ne? Ich bin ja nicht nur, habe ja nicht nur ein bestimmtes Alter, nicht, ne? Ich bin Frau, dann bin ich vielleicht bisexuell, bin die erste Studierende aus meiner ganzen Familie und so weiter. Das heißt, die Sachen greifen natürlich ineinander über und können zu Mehrfachbenachteiligungen führen. Also hier die Herausforderungen zu verstehen, okay, wie verschränken sich manche miteinander, aber auch, wie komme ich denn eigentlich als Lehrende auch auf manche von diesen, also auf manche von diesen Dimensionen überhaupt drauf, wie erfahre ich überhaupt darüber? Warum soll man sich jetzt überhaupt damit beschäftigen? Ne? Also wenn man eben sagt, man hat eben diesen Inklusionsansatz, den wir vorher gesehen haben, dann ist für mich das Ziel Bildungsgerechtigkeit, Gerechtigkeit an Hochschulen, naja, herzustellen, zu fördern. Zum Beispiel eben den Hochschulzugang zu verbessern, aber auch die Erfolgschancen, vor allem für Studierende aus nicht traditionellen Studierendengruppen. Ne, da kann man sich ja die Zahlen anschauen. Also ich habe jetzt die Zahlen für Österreich nicht drauf, gehe aber davon aus, dass die ähnlich sind wie in Deutschland, wenn man einfach guckt, wie viele Studierende zum Beispiel aus nicht akademischen Elternhäusern haben wir und so weiter. Ne. Die sind ja immer noch relativ schlecht, die Zahlen. Also nicht traditionelle Studierendengruppen wäre zum Beispiel, also Studierende mit Behinderung besser inkludieren, besser reinbringen, die Voraussetzungen verbessern. Die Vereinbarkeit von Studium und Beruf, wenn ich eben noch neben dem Studium viel arbeiten muss, um mich zu finanzieren. Aber auch familienfreundliche Hochschule zum Beispiel für Studierende mit Kind, für Studierende mit familiären Verantwortungen. Ne? Man hat damit eine doppelte Zielperspektive bei diesem Diversitätsansatz. Zum einen ist das Ziel, Diskriminierungen abzubauen, zu vermeiden. Und zum anderen eben das Vielfalt als Potenzial zu begreifen und in diesem Sinne nutzbar zu machen, wie wir gehört haben, für alle Beteiligten. Das so in aller Kürze zum Diversitätsansatz. Gut, dann würde ich jetzt gerne mit Ihnen, Sie merken, das ist ein kurzer Einblick, ne, aber Sie kriegen auch ganz viel Literatur, wo man sich noch vertieft einlesen kann, würde ich gerne das Thema Heterogenität, Heterogenitätsverständnis Ihnen aufzeigen. Es gab in Deutschland von der Hochschulrektorenkonferenz das Projekt Nexus, wo 2013 darauf hingewiesen ist, dass sich die deutschen Hochschulen von dem Bild des Normalstudierenden verabschieden müssen. Und damit wurde eben Bezug genommen auf das Thema der Heterogenität. So, was ist jetzt der Unterschied zu, also im Vergleich zu Diversität? Der Heterogenitätsansatz ist in meinem Verständnis sehr viel konkreter und gibt auch so mehr didaktische, ja, Handlungsempfehlungen. Also für mich ein bisschen greifbarer einfach. Wie kann man Heterogenität bestimmen? Man sagt, man guckt auf Persönlichkeitsmerkmale, die veränderbar sind, wo also pädagogische Interventionen, zum Beispiel als Aktivitäten, Förderangebote oder Unterstützungsstrategien der Hochschule wirksam werden können. Ne, wir hatten ja beim Diversitätsrat gesehen oder bei diesen Kerndimensionen, das sind Sachen, die unveränderbar sind. Hier sagt man, hier kann man einwirken praktisch, hier soll die Hochschule auch einwirken. Und Heterogenität bezeichnet dann eben
Unterschiedlichkeiten bei den Lernenden, die als lernrelevant eingeschätzt werden. Zum Beispiel das Lernverhalten oder auch die Motivation. Ja, das merke ich direkt im Seminarraum. Gut. Fiebern, der eben ein Vertreter der differenziellen Hochschuldidaktik ist, hat es noch ein bisschen genauer aufgesplittet in einem Modell, das ich Ihnen gerne aufzeigen würde. Kann man auch diskutieren, haben wir auch schon sehr oft diskutiert. Aber ich finde es nochmal schön, weil es es nochmal sehr, weil es einfach klarer nochmal macht. Ne? Also Fiebern spricht davon, dass wir personale Studienvoraussetzungen bei jedem Studenten, jeder Studentin haben, und er unterteilt die in die Dimensionen sozialer Vielfalt und in psychische Merkmale. Und wir gucken uns zunächst jetzt mal die Dimensionen sozialer Vielfalt an. Da sagt er eben, es gibt die allgemeine soziale Lage, zum Beispiel junge Erwachsene, internationale Studierende. Dann bringt natürlich jeder bestimmte Einflüsse mit durch die Gegebenheiten vor dem Studium, meine Sozialisationsbedingungen, ne, wie bin ich aufgewachsen, habe ich vielleicht eine vorausgegangene Hochschulbildung oder Berufsbildung, ne, wie hat mich die geprägt? Und dann natürlich die Gegebenheiten während des Studiums, ne, in welcher Ausbildung bin ich, in welchem Fachbereich, wie lebe ich außerhalb der Hochschule, also was muss ich vielleicht täglich eine Stunde pendeln, um an die Uni zu kommen, weil ich mir hier in der Innenstadt keine Wohnung leisten kann. Ne? Familie, Arbeit und so weiter. All das wirkt sich aus auf den Student, die Studentin, auf die Studierenden. Das sind die Dimensionen sozialer Vielfalt. Und er sagt jetzt, es gibt aber auch noch die psychischen Merkmale, die ich mir praktisch, die einwirken auf das Lernen. Und zwar die Grunddimensionen der Persönlichkeit. Ne? Bin ich eher introvertiert, extrovertiert zum Beispiel? Und ich würde sagen, für den Studienerfolg wäre es besser, extrovertiert zu sein. Also ist wahrscheinlicher, dass ich da erfolgreich bin. Kognitive Dimensionen wie Intelligenz und Begabung. Wie schnell kann ich lernen? Wie schnell kann ich zum Beispiel Texte erfassen? Aber auch das Vorwissen und den Lernstil, den ich mitbringe. Und Kompetenzen, Einstellungen gegenüber der Lernorganisation, also wie schaffe ich Lern- und Studienmanagement für mich, wie manage ich mich da selber als Studierende? Und natürlich das ganz wichtige Thema der Motivation. Ne? Warum will ich das lernen? Was will ich erreichen? Was habe ich für eine Einstellung zum Lernen? Schaffe ich es zum Beispiel auch, mich bei Misserfolgen wieder selber zu motivieren, weiterzumachen? Ne? Hier wird übrigens auch noch das selbstregulierte Lernen reinfallen beim Lern-Studienmanagement. Ne? All das sind die personalen Studienvoraussetzungen, die unsere Studierende mitbringen, die das konkrete Lehr-Lerngeschehen beeinflussen können und die zum Studienerfolg beitragen. Und er sagt eben jetzt, ne, meine personalen Studienvoraussetzungen wirken sich auf mein Studierverhalten aus, aber auch die Hochschule als Lehrverhalten, also das Lehrverhalten, die Organisationsform, die Eingebundenheit, all das wirkt sich auch auf mein Studierverhalten aus. Und letzten Endes dann auf meinen Studienerfolg. Und der schlägt natürlich wieder zurück, ne, zum Beispiel auf meine Motivation. Ich glaube, das macht Sinn. Ich glaube, es ist relativ greifbar. Ne? Ja. Und das Spannende ist, was Fiebern eben jetzt sagt, die These, die er aufstellt, der Erfolg der Studierenden hängt nicht so sehr von ihrem Talent ab, sondern von ihrer Fähigkeit zur Passung an das Hochschulsystem, an das System Hochschule. Also wie kann ich mich einpassen, wie kann ich mich anpassen? Und je mehr ich das schaffe oder vielleicht für mich keine so große Herausforderung ist, ne, desto eher werde ich erfolgreich sein. Das ist natürlich dann sehr spannend, denn für mich als Lehrende stellt sich dann die Frage, okay, was kann denn ich dann eigentlich machen, dass es zu einer wechselseitigen Anpassung kommt? Ne? Also in der Diversitätsdebatte ist das oft die Forderung, es muss eine wechselseitige Anpassung geben, nicht nur der Student, die Studentin muss sich anpassen, sondern auch die Lernenden müssen sich anpassen und das System der Hochschule. Und was kann man eigentlich tun, um eben eine gegenseitige Passung zu erreichen? Da möchte ich einfach nochmal ganz gerne jetzt darauf hinweisen, das sieht man es nicht ganz so gut, es ist einfach nochmal die Unterscheidung von Diversität und Heterogenität. Ne? Wir hatten besprochen, dass die Dimensionen, wo sich Menschen eben unterscheiden, Gemeinsamkeiten haben, Nationalität, Religion und so weiter sein kann. Und hier unten sind wir eher bei den Merkmalen, bei Heterogenität, die als lernrelevant eingeschätzt werden, also
Lernstil, Lerntyp, Motivation und so weiter. Das heißt, von der Ausrichtung her kann man sagen, ist der Diversitätsansatz eher ein hochschulstrategischer Ansatz, eher, ne, nicht nur, aber wo zum Beispiel die Hochschulleitung gefordert ist, wo man gucken muss, welche Gruppen sind denn eigentlich repräsentiert bei uns an Studierenden, an Lehrenden, an Menschen in der Verwaltung. Ja? Was kann ich da machen, um da mehr Diversität zu erreichen? Und der Heterogenitätsansatz ist eher ein Ansatz, den ich auch direkt als Lehrende verfolgen kann. Ich habe gesagt, der Diversitätsansatz ist eher ein hochschulstrategischer Ansatz. Ich kann natürlich auf Ebene der Lehre auch einiges machen. Und da würde ich gerne jetzt mit Ihnen drauf hingehen. Also welche Antworten finde ich auf das Diversitätsthema als Lehrende? Wo kann ich ansetzen? Was können Lehrende tun? Zum einen, und das ist, glaube ich, ganz, ganz zentral, geht es um Dialogbereitschaft und Offenheit. Das heißt, allein durch den Satz, dass ich zu Beginn der Veranstaltung mir ist das Thema Vielfalt wichtig, mir ist das Thema Vielfalt bewusst als Lehrende, kommen Sie auf mich zu, wenn Sie besondere Bedarfe oder Austausch oder Fragen haben, ist schon sehr, sehr viel gewonnen. Ne? Verwendung von verschiedenen Beispielen und Bildern, die alle Diversitätsdimensionen widerspiegeln, in Wort und Schrift. Also ich werde Ihnen gleich eine Checkliste dazu vorstellen. Das hat eine wahnsinnige Wirkung. Gab es an der Uni München vor einigen Jahren bei den Juristen einen ganz großen Aufschrei, ich weiß nicht, ob das irgendjemand von Ihnen mitbekommen hat, wo die Fallbeispiele im Staatsexamen sehr, sehr stereotyp waren, was Männer-Frauenrollen, was Menschen mit Migrationshintergrund anbelangt hat. Also, ne? Reflexion und Vermeidung von Stereotypen, Annahmen, unbewusste Vorurteile, unbewusste oder auch bewusste Diskriminierung, das ist ein ganz, ganz großes Thema, ne, wo wir heute nicht näher darauf eingehen können, aber sich einfach mal bewusst zu machen, mit welchen Studierenden habe ich vielleicht irgendwie eine schnellere Verbindung, einen Kontakt, welche lasse ich vielleicht mehr zu Wort kommen, welchen schenke ich mehr Aufmerksamkeit. Ne? Allein das sind schon Zeichen von vielleicht unbewussten Vorurteilen, unbewussten Verhaltensweisen, die jeder von uns hat. Barrierefreie Räume und Materialien, ja, das ist nicht immer ganz einfach, ne? Sie lachen schon. Da bin ich natürlich jetzt wieder bei der Hochschulleitung, beim Management. Da muss ich natürlich gucken, was ist da überhaupt möglich, ne? Aber bei den Materialien kann ich ja selber schon total viel machen. Ne? Da gibt es ja unglaublich viele Checklisten auch, worauf ich da achten kann. Ideal wären natürlich familien- und arbeitsfreundliche Zeiten der Veranstaltung. Vielleicht eben durch die digitale Lehre auch ergänzt. Ne? Auch da kann man ja Ausgleiche schaffen. Und natürlich das Thema der Chancengleichheit. Ne? Das sollte ich als Lehrende versuchen. Das sind jetzt viele Punkte. Ich habe zwei herausgegriffen, die ich Ihnen gerne so noch kurz ein bisschen genauer erläutern möchte. Wir haben mal eine Checkliste zu diversitätsgerechten Arbeitsmaterialien erstellt. Die erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, das ist mir wichtig, ne? Aber ich finde es ganz gut, ab und zu die Liste mal zu nehmen und so zu gucken, wenn man Lehr-Lernmaterialien erstellt. Zum Beispiel zu gucken, wird eine Sprache verwendet, die alle anspricht, ne? Also LernerInnen. Repräsentieren die verwendeten Namen zum Beispiel in Fallbeispielen auch Minderheiten? Und wenn ja, wie werden die verwendet? Ne, ich schicke Ihnen einen Link zu diesem Artikel über die Jura da in München mit. Welche Rolle spielen Männer und Frauen? Ne? Werden Menschen mit Behinderung abgebildet? Wenn ja, wie? Also als hilfsbedürftig, als eigenständig. Es sind noch mehr Fragen, ne? Es sind 10 Fragen, ich gebe Ihnen die gerne einfach mit. Und lade Sie mal dazu ein, so zu analysieren. Man kann es natürlich auch nicht nur für den Hochschulkontext verwenden, für Filme, Bilder, Bücher, alles Mögliche. Und ich glaube, die Ergebnisse können wir uns alle denken, was da rauskommt. Genau, also das wäre ein Ansatzpunkt, den ich relativ niederschwellig praktisch umsetzen kann. Ne? Und ein anderer Punkt, den ich mir jetzt noch herausgesucht habe, weil ich den ganz, ganz wichtig finde, ist der Punkt der Chancengleichheit. Ne? Wir hatten es ja vorher angesprochen. Zum einen bin ich gefordert, gleiche Studienleistungen irgendwie abzufragen, einzufordern. Gleichzeitig soll ich aber nach dem Diversitätsansatz individuelle Hintergründe der Studierenden berücksichtigen. Und da spricht jetzt die FU in einem Papier davon, also die Freie Uni Berlin,
Es muss um eine faire Ungleichbehandlung gehen, um eine faire, transparente Ungleichbehandlung. Ne? Also zu gucken, wir hatten es vorher, ne? Meine Studierenden sind halt in diesem Bild, ne? Sie haben unterschiedliche Voraussetzungen und was kann ich als Lehrende machen, um die Voraussetzungen irgendwo auszugleichen. Ich finde das immer einen ganz, ganz schwierigen Punkt. Wir diskutieren da auch oft drüber, weil da zum Teil unter den Studierenden nicht so viel Verständnis da ist. Ich finde aber den Satz, der mir ganz stark geholfen hat, dieses wer Ungleiches gleich behandelt, handelt ungleich, ganz gut, um das nochmal so erklären zu können auch. Ne? Gut. Damit einfach zwei nochmal ganz konkrete Beispiele, wie ich mit Diversität umgehen kann in der Lehre. Dann zum Punkt Heterogenität. Und dann kommen wir auch langsam zum Ende. Was können Lehrende im Heterogenitätsansatz tun? Zum einen geht es darum, um eine Grundhaltung auch wieder. Es geht um eine geteilte Verantwortung. Also ich als Lehrende bin nicht allein für den Lehr-Lernprozess verantwortlich, sondern eben auch die Studierenden mit ihrem Vorwissen, mit ihrer Motivation und so weiter. Und durch diese geteilte Verantwortung fällt auch manchmal schon so ein Druck von dem der einzelnen Lehrenden ab. Ne? Das heißt, wir alle im Seminarraum sind gefordert. Es geht darum, durch diese geteilte Verantwortung auch Hierarchien abzubauen, ein soziales Eingebundensein zu verbessern der Studierenden. Und das kann ich natürlich, ein soziales Eingebundensein kann ich zum Beispiel schon dadurch erreichen, dass ich eben den Studierenden bewusst mache, welche Potenziale, welche Ressourcen bringen sie denn mit, welche sind denn da im Raum und wie kann ich die zum Beispiel auch nutzen. Also gute Erfahrungen habe ich zum Beispiel beim Thema Motivation gemacht. Man hat ja immer unterschiedlich motivierte Studierende. Und als Lehrende versuche ich natürlich, die Studierenden zu motivieren und zu sagen, also warum ist dieses Thema wichtig? Aber zum Beispiel eben auch zu gucken, also die Peers zu nutzen. Ich habe ja auch eine Heterogenität in der Motivation und damit zu arbeiten. Denn es hat eine ganz andere Wirkung, wenn andere Studierende sagen, hey, für mich ist das Fach deshalb wichtig oder ich sehe hier Bezüge und so weiter. Eine ganz, ganz klare Erwartungs- und Anforderungskommunikation, also hier sehr, sehr transparent zu sein und ich verwende den Begriff Selbstverständlichkeiten zu erklären. Je länger ich auch im System Hochschule drin bin, desto mehr sind Dinge für mich selbstverständlich, aber eben unter dem Fokus der Heterogenität muss ich davon ausgehen, dass meine Selbstverständlichkeiten für die unterschiedlichen Studierenden eben nicht selbstverständlich sind. Und da möchte ich auf die Frau Doktorin Kosek eingehen und ihre Lehrveranstaltung, da habe ich ja gespickt im Vorfeld, was da so online zu finden ist. Und das war zum Beispiel wirklich eine ganz klare Anforderung, Erwartungen und so weiter. Also war mustergültig aufgeführt. Dann geht es natürlich um verschiedene Lehr- und Lernformen, aktivierend, aber auch eben zu sagen, auch mal also Inputs zu geben, einfach hier methodisch abzuwechseln. Damit kann ich auf Heterogenität antworten. Sehr große Potenziale sehe ich da in der online-gestützten Lehre, in der digitalen Lehre. Eine gute Feedback- und Fehlerkultur einzubauen, ne, das ist auch was, was man sehr oft hört, was selbstverständlich eigentlich ist, aber in der Praxis doch nicht so oft Anwendung findet. Und die Lernenden dort abholen, wo sie stehen. Da wäre es natürlich ideal, irgendwo Möglichkeiten der lernbegleitenden Diagnostik zu haben, Möglichkeit zur Erfassung von Lernständen und Lernlücken. Ne? Das sind sehr, sehr konkrete Punkte, was man machen kann. Ich würde ganz gern nochmal, weil ich selber ein großer Fan der Verfechterung von E-Learning, digitaler Lehre bin, im Kontext von Heterogenität, das ist einfach was unglaublich helfen kann. Durch digitale Lehre kann ich es auch bei größeren Gruppen zum Beispiel erreichen, zu gucken, was ist das Vorwissen, was ist die Motivation und kann das sichtbar machen, ne, in einem Forum zum Beispiel. Ich glaube, Sie arbeiten mit Moodle an der Uni Wien. Ne? Und da ein Anschlusslernen ermöglichen. Ne? Natürlich muss ich irgendwo darauf eingehen, was da im Online-Raum steht. Ich kann fachliche Anforderungen ganz gut verdeutlichen, zum Beispiel auch mit Testfunktionen, damit die Studierenden einfach mal sehen, was haben sie für einen Wissensstand, wo müssen sie vielleicht aufholen. Damit einhergehend kann ich natürlich zur Lernberatung einfach Möglichkeiten aufzeigen, zu Unterstützungsangeboten Möglichkeiten aufzeigen. Ich kann sehr, sehr deutlich nochmal machen, was sind meine Learning Requirements, ne? Hinweise zum wissenschaftlichen Arbeiten, zum Umgang mit Plagiaten und so weiter.
Und ich kann Möglichkeiten für Studierende schaffen, Inhalte in eigenem Tempo zu bearbeiten, ne, zum Beispiel durch Vorlesungsaufzeichnungen, was ja jetzt hier auch passiert, gegebenenfalls ergänzende Fragen, Aufgaben in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden mit einstellen. Ne. Also da kann man sehr, sehr viel machen. Und auch natürlich ist das erstmal ein Aufwand, jede, die den Moodle benutzt, weiß das, es erstmal einzustellen. Aber natürlich kann sich das lohnen bei immer wiederkehrenden Kursen. Gut, ich komme langsam zum Ende. Vielfalt in der Lehre. Ich habe Ihnen ein paar Punkte aufgezeigt, wie man eben, wie man Diversität, Heterogenität voneinander abgrenzen kann. Ne? Das ist eine Möglichkeit. Und wie man auch darauf reagieren kann als Lehrende. Abschließend ist mir immer wichtig, also es gibt natürlich kein Patentrezept, sondern ich muss natürlich gucken, was passt zu meinem Fach, was passt zu mir als Lehrperson, was kann ich unter meinen Umständen einfach gut realisieren. Erklärung, Enthusiasmus und Empathie sind Schlüsselmerkmale erfolgreicher Lehre. Ne? Also das heißt, diversitätsgerechte Lehre ist nicht unbedingt irgendwie ein Zauberwerk, sondern eigentlich gute Hochschuldidaktik, gute Lehre ist immer vielfaltssensibel, soll immer vielfaltssensibel sein. Ne? Erklärung heißt Transparenz, Enthusiasmus, Begeisterung für das eigene Fach und Empathie für die Situation der Studierenden. Und wenn ich das schaffe, anzuwenden, habe ich schon ganz viel gewonnen. Und was mir noch ganz wichtig ist, der erfolgreiche Umgang mit Vielfalt ist natürlich ein Weg, den nicht wir als Lehrende allein gehen können, ne? Sondern es ist ein Weg, wo einfach die Hochschule, die Hochschulleitung, die Verwaltung und so weiter, die Lehrenden und auch die Studierenden gefordert sind. Es muss irgendwie ein gemeinsamer Weg sein, es muss ein gemeinsamer Wille da sein, es muss die Bereitschaft da sein, voneinander zu lernen und zu diskutieren, wie können wir an der jeweiligen Hochschule, im jeweiligen Fachbereich, wie können wir gut mit der Vielfalt umgehen. Gut, wunderbar. Das war es von meiner Seite vom Input. Ich glaube, ich habe zeitlich ein bisschen überzogen. Ich bedanke mich aber schon mal erstmal für die Aufmerksamkeit, fürs Zuhören und bin dann gespannt auf Fragen. Danke.